In diesem Video zeige ich nun die verschiedenen Suchmodi. Also ich habe hier jetzt ein eigenes Suchmodi. Der obere Teil wird abgedeckt, wird gesucht. Der untere Bereich ist ausgeblendet. So gehen wir dazu in den Bereich Modi im Menü. So, da sieht man jetzt verschiedene Einstellungen, die voreingestellt sind, schon Münzen, also die Suche nach Münzen, Strand, Relikte, Silber, und ich habe dann, also Schrott hochwertig ist auch noch eingestellt, und hier habe ich verschiedene Suchmodi, die ich selber erstellt habe. Das ist jetzt Münzen E1, Tief T1, Münzen 2, so, das ist es schon. Jetzt zeige ich einmal T1 und wähle das aus. So, Sie sehen den Unterschied. Jetzt habe ich hier eine größere Fläche, die vom Detektor erkannt wird, und nur ganz unten der Teil ist ausgeblendet. Wenn man jetzt wieder bei der Suche alles vom Detektor erkannt haben will, dann drückt man wieder diesen Knopf und dann wird alles abgesucht, bis auf hier der kleine Teil oben. So. Ich nutze meist Münzen E1. Das ist dieser Bereich, hier alles ausgeblendet und oben das kleine Stück. So, und hier ist alles eingeblendet bis auf unten dieser eine Streifen. Ja, die Suchmodi, das hat den folgenden Vorteil. Also die Voreinstellungen, zum Beispiel bei Münzen, wählen wir das jetzt einmal aus. Sie sehen, hier der ganze untere Bereich ist ausgeblendet und hier in der Mitte ist ein Teil ausgeblendet. Hier das Ganze wird abgesucht. Hier dieser Bereich, das sind meist Alufolien, Aluverschlüsse von Dosen und so weiter. Und alles, was weiter unten ist, ist dann schon eisenhaltig oder ja, hochwertiger Schrott, aber keine Münzen. Aber es kann genauso gut sein, dass eine größere Münze, die schon etwas korrodiert ist, weiter unten angezeigt wird. Deshalb habe ich mir ein eigenes Suchmodi für Münzen erstellt. Schauen wir uns jetzt Strand einmal an. Hier sehen Sie wieder, dieser obere Bereich ist etwas kleiner, dann hier alles und hier ist auch ein Stück ausgeblendet. Also die Voreinstellungen, ja, das hat den Vorteil, da können ungeübte Detektor-Fans sofort mit der Suche starten, ohne selber Suchmodi erstellen zu müssen. Die Voreinstellungen sind sogar ziemlich gut. Hier bei Relikte, da wird eigentlich nahezu alles abgesucht. Silber sehen wir uns noch an. Also hier sieht man, da ist wirklich alles hier oben ausgeblendet und hier unten auch. Und nur dieser Bereich wird vom Detektor aktiv angezeigt.